Die Verbrenner werden kaputtgeschrieben. Es vergeht ja inzwischen kaum noch ein Tag. Sei es Fernsehen, sei es ja, Zeitung, Magazine, Online-Medien, was auch immer. Heute gibt es von mir mal ein kurzes persönliches Statement zum Thema Elektromobilität. Was wir alles ertragen müssen, es geht eigentlich auf keine Kuhhaut mehr. Es vergeht ja inzwischen kaum noch ein Tag, in dem nicht auf irgendwelchen Kanälen, sei es Fernsehen, sei es ja, Zeitung, Magazine, Online-Medien, was auch immer, irgendwelche durchgeknallten Leute, irgendwelche völlig unsinnigen Beiträge schreiben, das Elektroauto ist schlechter als der Diesel, die Verbrenner werden kaputtgeschrieben, E-Fuel sind die Zukunft, das Stromnetz bricht zusammen, Blackout in Europa durch Elektromobilität, Fragezeichen, Wasserstoff ist die Zukunft, auf das Wasserstoffauto warten, Technologie offen sein und. Ihr wisst, was ich meine. All diese ganzen Berichte, mit denen wir uns da tagtäglich auseinandersetzen müssen, die gehen mir inzwischen schon sowas von auf den Geist, dass ich es kaum noch anders in Worte fassen kann. Deswegen mal dieses persönliche Statement von meiner Seite nach draußen an alle Elektro-Hater, an alle Petrol-Heads, die es nicht lassen können, an all die Jürgen Becker, die es nicht kapieren, an die Werner von Sinns, an Krone Schmalzens da draußen. Alles ist nicht persönlich gemeint. Alle, die der Meinung sind, ich bin zwar noch nie ein Elektroauto gefahren, ich habe auch überhaupt keine Ahnung davon, aber ich weiß es trotzdem besser. Ich weiß es besser, weil ich bin ja. Und da kann ich nur den ersten Punkt schon mal raushauen und sagen, jeder, aber wirklich jeder da draußen, der in irgendeiner Art und Weise ein Problem mit Elektroautos hat, habt ihr schon mal euch eins ausgeliehen? Seid ihr schon mal mit einem Elektroauto mehr als nur bis zum Bäcker gefahren? Habt ihr schon mal mehr Erfahrungen gesammelt, als ihr vielleicht selber irgendwo in irgendwelchen komischen Publikationen, Berichten oder sonst irgendwo gelesen oder gehört habt? Die meisten haben das nämlich nicht, sondern die haben von irgendjemandem irgendwas gehört. Also, im Winter kommst du nur bis zum Bäcker. Langstrecken geben mit dem Elektroauto sowieso nicht, du bist tagelang unterwegs. Die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist die totale Katastrophe. Ja, sie ist nicht optimal, da kann man vieles besser machen, aber von der Katastrophe sind wir nun wirklich weit entfernt. Ladepreise, elektrisch Autofahren ist teurer als mit dem Diesel durch die Gegend fahren. Ja, es gibt immer irgendwelche Fälle und irgendwelche Beispiele, die man konstruieren kann oder die vielleicht wirklich im Einzelfall mal zutreffen. So nach dem Motto, ja, ich fahre ein E-Auto und kann nur mit Plug-Surfing an Ionity laden. Ja, dann habe ich natürlich einen Fall konstruiert, wo ich 1,09 Euro pro Kilowattstunde bezahle und vielleicht mit 25 Euro pro 100 Kilometer mit meinem, keine Ahnung, Tesla Model X oder was auch immer, der eben 25 Kilowattstunden verbraucht unterwegs. Ja, so eine Fälle gibt es. Aber es gibt auch genügend Fälle, wo Leute mit ihrem Elektroauto für 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, vielleicht 5 Euro pro 100 Kilometer unterwegs sind. Entweder grundsätzlich, weil sie zum Beispiel zu Hause günstig laden können mit einem super Autostromvertrag, vielleicht eigenen PV-Strom nutzen können, weil sie, denkt an den Steve, auch wirklich gerne mal kostenlose Ladeangebote mitnehmen, warum auch nicht? Ja, wir wissen alle, was los wäre, wenn es an den Tankstellen den Sprit kostenlos gäbe, dann würde natürlich auch keiner freiwillig zur Tanke nebenan fahren, wo man den Sprit bezahlen muss. Also es gibt immer solche krassen Einzelfälle, aber in der großen Breite ist es so, dass das Elektroautofahren auf jeden Fall nicht teurer ist als das Fahren mit einem Verbrennungsmotor. Wenn ich dann noch alle anderen Punkte dazu nehme, dann bin ich in vielen Fällen sogar schon deutlich günstiger. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das hat ja auch zum Beispiel schon der ADAC nachgewiesen. Und ich meine, dem eine unvoreingenommene Elektromobilitätsfreundlichkeit zu unterstellen, das wird man sicherlich nicht machen. Ja, also, so, was haben wir denn dann noch? Dann haben wir diese immer wiederkehrende Diskussion um die gleichen Dinge. Also zum Beispiel, es gibt ja überhaupt nicht genügend grünen Strom.
Ja, natürlich gibt es im Moment nicht 100% Grünstrom im Netz, jeden Tag zu jeder Stunde der Zeit. Ist doch auch klar, ist doch gar keine Diskussion. Woher soll es denn auch kommen? Wir haben ja in Deutschland noch nicht mal großartig angefangen, irgendwelche Speicher aufzubauen. Was übrigens nicht an der erneuerbaren Energienbranche liegt, sondern was schlicht und ergreifend ein Ergebnis dieser katastrophalen Energiepolitik in diesem Land ist, die nämlich Speicher im Prinzip bisher verhindert hat. Wer es nicht glaubt, wer davon noch mehr wissen will, es gibt zum Beispiel eine Menge Videos und Statements von Professor Volker Quaschning dazu, der das sehr schön vorrechnet. Speicher sind in Deutschland gesetzlich schlecht gerechnet, also rechnen sich nicht, weil man eben Umlagen bezahlen muss, wenn man Strom einspeichert, Umlagen bezahlen muss, wenn man Strom wieder rausnimmt, obwohl ja ein Speicher kein Stromverbraucher ist. Ne? All solche Dinge. Wir haben auch durch verschiedene gesetzliche Vorgaben eine Deckelung am Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben irgendwelche Windidioten, die durchs Land laufen und Windkraftanlagen verhindern und der Meinung sind, ein Kohlekraftwerk, das ist schöner, das muss weiterlaufen. Wir haben also eine Behinderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, die bisher eben immerhin schon dazu geführt hat, dass wir haben eben diesen massiven Einbruch beim Ausbau. Wir sind trotzdem bei rund 50% im letzten Jahr gewesen. Und auch selbst in den ersten 2-3 Wochen dieses Jahres 2019, in dem die ersten Medien schon wieder was von Dunkelflaute und ohne Kohlekraftwerke wäre Deutschland im Blackout geschrieben haben, natürlich auch Unfug ist. Auf den entsprechenden Seiten vom Fraunhofer-Institut kann man ja taggenau die Verhältnisse angucken. Und da sieht man also, dass die erneuerbaren Energien auch in diesem Jahr, das sehr kalt, dunkel und mit auch teilweise windarmen Phasen begonnen hat, auch schon bei weit über 30% liegen. Da ist noch viel zu machen. Aber wie wir es ja auch schon mal in dem Video gesagt haben, ich will es gar nicht weiter ausbreiten, durch den europäischen CO2-Zertifikatehandel ist die Menge an CO2-Emissionen, die in der Europäischen Union durch die Energiewirtschaft ausgestoßen werden, gedeckelt. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir 100 oder 100.000 oder 10 Millionen Elektroautos auf den Straßen haben. Es wird dadurch nicht mehr CO2 emittiert, als das jetzt schon der Fall ist. Im Gegenteil, es wird ja jedes Jahr weniger. Also das ist ein Thema, da muss man einfach nur mal in so einer Diskussion, wenn wieder einer sowas anbringt, sagen so, pass mal auf, lies dir bitte erstmal durch, was du so finden kannst zum Thema europäischer CO2-Zertifikatehandel und dann reden wir in Ruhe weiter. Was haben wir noch immer als so Dauerbrenner in solchen Diskussionen gegen die E-Mobilität? Wir haben das Thema Rohstoff. Ja, Rohstoffe. Das Elektroauto ist ja ein unfassbarer Rohstoffverbraucher. Ganz schlimm, ganz furchtbar. Hier werden Rohstoffe in rauen Mengen verbraucht. Natürlich brauchst du Rohstoffe, um ein Elektroauto herzustellen. Das ist doch klar. Du brauchst auch Rohstoffe, um ein Verbrennerfahrzeug herzustellen. Das ist auch völlig klar. Und dass hier Rohstoffe verwendet werden, die man vielleicht bisher nicht so im Fokus hatte beim Thema Mobilität, ist auch klar. Aber wir haben es ja auch 100-mal gesagt, niemand hat sich bisher darüber aufgeregt, dass man sich im Baumarkt, wenn man möchte, 20 verschiedene Akkuschrauber kaufen kann, die man dann vielleicht 3-mal im Jahr für jeweils 2 Minuten benutzt. Da sind auch Lithium-Ionen-Akkus drin, interessiert niemanden, aber beim Elektroauto ist es plötzlich ganz, ganz furchtbar, obwohl der Einsatz im Elektroauto ja gerade dazu führt, dass wir von anderen Rohstoffen wegkommen. Denn, vergesst bitte nicht, ein Verbrennerfahrzeug braucht vielleicht bei der Herstellung ein bisschen weniger Rohstoffe, aber im Betrieb braucht er Rohstoffe ohne Ende. Öl, 2, vielleicht 3, 4 Tonnen Rohöl jedes Jahr, je nachdem wie viel so ein Fahrzeug gefahren wird, sind nötig, um so ein Verbrennerfahrzeug anzutreiben. Und wie ihr das alle wisst und nachvollziehen könnt, kann man verbranntes Benzin und Diesel nicht wieder recyceln. Ein Elektroauto, was in den Handel kommt mit seinen Rohstoffen, was verkauft wird, was 10 Jahre auf der Straße ist, 12 Jahre auf der Straße ist. Die Rohstoffe, die man am Anfang reingesteckt hat, sind am Ende immer noch drin und die kann man auch wieder rausholen. Und damit sind wir beim Thema Recycling. Das ist ja auch wieder immer so ein Thema, was dem Elektroauto vorgehalten wird. Ja, was ist denn mit dem Recycling der Batteriezellen? Ja, was soll denn sein mit dem Recycling der Batteriezellen? Die Technologie ist vorhanden, aber wir haben im Moment noch einen so geringen Zufluss an defekten Batterien, dass sich der großindustrielle Aufbau von Recyclinganlagen im Moment einfach überhaupt gar nicht rechnet. Wer soll das denn machen im Moment?
würde sich überhaupt nicht rechnen, weil viel zu wenig Batterien irgendwie ankommen. Also dieses Thema Recycling sehe ich ein bisschen, ich finde, Recycling ist natürlich wichtig, das ist völlig klar. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Großteil sämtlicher Rohstoffe, die in so einem Elektroauto wie hier zum Beispiel meiner Renault Zoe stecken, ja auch schon genau in der gleichen Form in einem Verbrennerfahrzeug drinstecken und auch entsprechend recycelt werden können. Ob es jetzt Kunststoffe sind, ob es Kabel sind, ob es die Karosserieteile sind, was auch immer, die dem Recycling entsprechend zugeführt werden. Lithium und die anderen Bestandteile in der Batterie zum Beispiel, dafür gibt es entsprechend auch schon Recyclingmöglichkeiten, die existieren bereits auch schon und die werden in den nächsten Jahren natürlich entsprechend aufgebaut werden. Daran besteht doch überhaupt gar kein Zweifel. Aber wie gesagt, wer würde das denn machen, wenn es noch gar nicht genügend gebraucht Batterien eigentlich gibt. So, da haben wir also das Thema Strom, wir haben das Thema Rohstoffe, wir haben das Thema Batterie, haben wir auch gerade eben besprochen. Ja, und das Thema Alltagstauglichkeit ist natürlich auch so ein Thema, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Also jeder, der, wie gesagt, über das Elektroauto rum erzählt, das würde alles nicht funktionieren, der hat es garantiert selber noch nie gemacht, sonst wüsste er es ja besser. Oder er hat sich ein Elektroauto ausgeliehen und versucht damit irgendwelches Unmögliches zu schaffen. Und hat dann hinterher gesagt, ja, da seht ihr mal, das kann ja nicht funktionieren, was weiß ich, mit irgendeinem, keine Ahnung, Leaf 1 an einem Tag von Berlin bis zum Nordkap. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das nicht funktioniert, aber dafür ist so ein Fahrzeug ja auch gar nicht gebaut. Okay, Stromnetze ist auch noch so ein Thema, was immer wieder gesagt wird, es wurde, die Stromnetze halten das nicht aus. Naja, zum Glück, oder vielleicht sollte man sagen, leider fallen ja nicht von heute auf morgen 50 Millionen Elektroautos vom Himmel. Ihr kennt, das haben wir auch schon x-mal gesagt, sondern das ist ein Prozess, der sich natürlich entwickelt und die Stromnetzbetreiber werden logischerweise entsprechend ihre Netze aufrüsten, nachrüsten, digitalisieren, weiterentwickeln. Nächstes Thema, was immer wieder kommt, es ist ja gar nicht insgesamt genug Strom da. Auch das ist Unfug, ja, also Strom können wir im Prinzip in rauen Mengen erzeugen. Die Frage ist natürlich, aus welchen Quellen wir ihn erzeugen. Dazu habe ich ja vorhin auch schon entsprechend etwas gesagt. Zu den Kosten habe ich was gesagt. Und den Spaßfaktor, den so ein Elektroauto hat, den habe ich noch nicht angesprochen. Aber den kann man doch auch mal klar und deutlich aussprechen und sagen, es macht so unfassbar viel Spaß, Elektroauto zu fahren. Und auch wenn man mal vor der einen defekten Ladesäule steht oder wie Steve neulich vor mehreren defekten Ladesäulen, man so einen Hals kriegt, weil die Betreiber es einfach nicht auf die Reihe kriegen, so bleibt am Ende unterm Strich doch der Spaß am Elektroauto. Und deswegen sage ich jetzt mal zum Abschluss dieses kurzen Statements, und das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen und mich wegen dieser Wortwahl in eine falsche politische Ecke zu stecken. Ja, ich bin stolz, Elektroauto zu fahren. Ich bin richtig stolz darauf, ein Elektroauto zu fahren, diesen Wandel mitzubetreiben, mitzumachen, das alles mitzuerleben. Ich bin dankbar dafür, dass hier das alles funktioniert. Mir macht es einen Heidenspaß. Ich mache weiter. Ich habe voll Bock auf Elektromobilität. Ich hoffe, ihr auch. Das kurze Statement wollte ich einfach mal hier raushauen auf unserem Kanal. Es war mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen. Seid stolz darauf, Elektroauto zu fahren. Tragt es raus in die Welt. Sagt den Leuten, ich bin stolz darauf, mir macht es Spaß. Ich weiß, dass es Probleme gibt, die sind zu lösen. Aber mit den Lösungen, die uns die ganzen Probleme eingebrockt haben, damit werden wir diese Probleme garantiert nicht lösen. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Video oder in der nächsten Live-Sendung. Julian sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.